Und da sind wir im nächsten Part. Und wir haben vor, durch die ganze Welt zu reisen. Nein, haben wir nicht. That sounds nice. Hey, we're almost to Verona. Boy, are Hubert and Richard gonna be surprised to see us. Mein Gott, für die 25 Sekunden hätte ich doch noch aufnehmen können. Ja, super. Egal, machen wir noch weiter. Ja, im letzten Part haben wir uns aufgemacht nach Barona und jetzt sind wir in Barona gekommen. Ja, Espel und Sophie hatten ein kleines Wettrennen, wo der Sieger dann die jeweils andere Person beschützen würde. Ja, und Sophie hat Haushof gewonnen und ja, jetzt beschützt sie Espel. Ende. Okay, hier ist nichts. Das war jetzt nicht so schön. Dann gucken wir mal. Gib dich nach Barona. Wir sind da in Barona. Oder wir sind im Hafen von Barona. Wir sind ja von Barona nach Barona gefahren. So wie der Typ vom Hafen hat gesagt hat. Barona, der Ursprung des Windes. Man, this city is huge. It's nothing like life back in Lont. Aspel? Sharia? What are you doing here? I came here to see a doctor. I should have known you couldn't stay away, Aspel. So what are you doing here anyway? I'm looking for someone who might know Sophie, but I also might swing by the Knight Academy. Oh, and I'm definitely gonna visit Richard. He's the prince, Aspel. You can't just waltz into his castle and start yakking away. Sure I can. That's why he gave me this. A ring? Not just any ring. This ring proves I'm Richard's friend. Naja, oder die Wachen werden denken, er hat ihn geklaut. Sharia begleitet dich nun. Ja, super. Und hier ist nichts. Von wo ist sie gekommen? Weißt du das? Es gibt ja diese prima Lehrer von der Ritterakademie, den ich unbedingt mal wiedersehen will. Ich frage mich, wer. Und noch ein Mädel, das ganz aus dem Häuschen ist. Windo ist sowas von schön. Das Wetter ist gut. Es gibt so viel Natur zu bewundern. Ich komme aus Strata, aber die Reise hat sich auf alle Fälle gelohnt. Oh, ich sehe es. Okay, jetzt sehe ich es nicht mehr. Okay, ist hier irgendwas? Das sieht verdächtig aus. Nö. Was los? Ihr seid hier, um den Prinzen zu sehen. Soll das ein Witz sein? Ich bin in Barona zur Welt gekommen und aufgewachsen. Ich habe seine Hoheit nie zu Gesicht bekommen, nicht einmal, und jetzt verschwindet. Ich muss ein bisschen depressiv sein. Okay. Man muss auch sagen, er sah sehr depressiv aus. Triff dich mit Richard. Nö, wir machen erstmal alles andere. So, Ausrüstung. Ja, das ist schon mal sehr wichtig. Hallo, das ist mein Kindersortiment. Ja, komm, einfach so. Einfach so. Hubert müsste ja auch irgendwie hier sein. Okay, da ist die Ritterakademie. What is this? I don't know. Ich habe keine Zeit für Umwege. Ich dachte, wir müssen zur Ritterakademie gehen. Mann. Komm schon, Victoria. Habt ihr etwas gegen Herr Hauptmann Malek? Es ist ja nicht so, als würde ich ihn nicht mögen, aber er klingt nicht etwas perfekt für euch. Okay. Was sollte das? Gehen wir ins Gasthaus. Wie gesagt, wir gehen erstmal überall anders hin. Wir leben in bänglichen Zeiten. Gerüchten zufolge befindet sich Fürst Aston in einer schwierigen politischen Lage. Seine Probleme begannen, als er einen geheimen Bitte von Herzog Cenric abschlug. So zumindest sagt man.
Ich habe vorhin einen Adling aus Strata gesehen. Das ist ein seltener Anblick. Er war gekleidet wie ein eitler Geck. Ich glaube also, dass er eine Hochposition im Strata-Verwaltung inne hat. Durch den Glöckner. Hey, so heißt eine Attacke von mir. Made of Creus, and you can really see the owl shine. Don't you think it's beautiful, Sophie? Creus. Elith. Aww, it's too big for me. Hey, quit messing with the ring. I'm only borrowing it from Richard, you know? What? It's Richard's ring? Can't have it. Well, maybe I don't want it. Yeah, right. You're always trying to take my stuff. But that's not even yours. It wouldn't fit your scrawny fingers anyway. What? Then you should give me one that does fit. Why me? Besides, you're too young for rings. I'll buy you one someday when you grow up. I remember that. Ja, das wird sie. Ja, das wird sie. Frauen erinnern sich immer an sowas. Erstmal, wenn du jetzt da nicht mal einen Fehler gemacht hast. Verriegelt. Warum ist das denn nicht verriegelt? Was ist das denn? Eine Typ verriegelt, eine nicht. Getroffen, das geht dann. Wer bewahrt sowas in Schränken auf? Was soll halt? Ist das in Japan so üblich? So, und ich spreche jetzt nicht mehr mit jedem Schwein hier. Außer ihr habt irgendwie Sternmarkierung, weil das bedeutet dann, ihr habt irgendwas mit Nebenquests zu tun, aber sonst, ne. Also hier, um dann hier so ein bisschen Reis oder so zu bekommen, ist es hier nicht wert. Da jetzt wieder raus, glaube ich. Und dann holen wir erstmal Ricardo ab. Hier bin ich nicht richtig. Der Fürst von Land ist in der Stadt und er ist im Gasthaus abgestiegen. Das ist reichlich ungewöhnlich. Vielleicht ist er ein persönlicher in einer persönlichen Angelegenheit hier. So viele Wörter. Das nennt man Text erstmal. Wenn man verschiedene Buchstaben aneinander reiht, dann nennt man das Wörter. Wenn man Wörter aneinander reiht, dann nennt man das Satz. Ja, ja. Ich weiß was. Soll ja auch hier zum Lernen da sein, dieser Kanal. Soll der immer wieder schon was lernen. Damit er gebildet von meinen Videos zurückkommt. Ja, wahrscheinlich kommt er eher verdummt von meinen Videos zurück. Aber dafür übernehme ich keine Affen. So, triff dich mit Richard. Nein, wir rauben erstmal die Residenz hier aus. Hallo, ich klaue euch euer Essen. Pastetenteig. So, habt ihr noch was? Ei. Ich klaue euch euer Eier. Da kommt so ein kleiner Junge rein und klaut euch euer Eier. Also das ist sehr, sehr... sehr merkwürdig. Findest du das nicht auch, Schatz? Nein. Okay. Ja. Wujuhu. Man kann echt gute Witze reißen, ne? Boah, bin ich gut im Imitieren. Wow. Halt, wir müssen den verdammten Ring irgendeiner Wache zeigen. Das Schloss ist die Residenz seiner Majestät, König Ferdinand der Vierte. Ja. Schön. Ja. Du weißt nicht, was man mit dem Ring macht. Okay. Check this out. That's the Princess Ring. You must be Asbel. The prince told us to expect your arrival. Wow, it really worked. So, is Rich, his highness busy? I'd love to chat if it's not too much trouble. I hope he has time. His father was pretty sick after all. I shall inquire after his highness. In the meantime, perhaps you could wait somewhere less conspicuous. I suggest the square with the Valcanus Creus. It's a central location and easy to find. Besides, the Valcanus Creus itself is well worth the trip. You don't see a hunk of Creus that large just anywhere. Sounds good. We'll go wait here, okay. Man. Let's head to the square with the Valcanus. Upsala. Ja gut, wenn das der unauffälligste Ort hier in Barona ist, dann werden wir natürlich sofort dahin gehen. Aber ein Valcanus Creus hört sich schon recht wichtig an, wenn er im Zentrum ist und schon einen Besuch wert ist. Ja. Manchmal verstehe ich das Spiel einfach nicht. Aber egal. Das ist Anime-Logik, die muss man nicht verstehen. Man muss sie einfach nur genießen.
Und genau das mache ich auch immer. Wow, so this is a Valkenis Creus. I never imagined it would be this big. This thing is even bigger than the windmills and lot. It's nothing like any Creus I've ever seen. What's its proper name again? Glow something? Glowandi. It means the Green Mother. Hey, Richard! Sorry I'm late, Asbel. Ja, er musste sich noch eine gute Verkleidung aussuchen. Sophie? Sharia? It's good to see you again. Should you really be walking around by yourself? It's okay. I think you brought a friend. Ah, gotcha. The Valkenis Creus is both our kingdom's symbol and the source of her prosperity. It's our most treasured possession. But enough history. I'm pleased to see you all again, and so soon. How's your father doing? He's going to be all right. That's great news. Yes, although, well, he's recovering. That's the important thing. So, what's your plan? Oh, I don't know. Maybe wander around town, see the sights? That sounds fun. You should come. I don't know. That could be a bit tricky. You don't want to come with us? No, it's just... he's a prince, you know? Ach, in dieser Disguise wird ihn noch niemand erkennen. Hallo? Well then, we'll just have to make him our honorary big brother. That's one way to go about it. Come on, let's take our new brother Richard out on the town. Asbel, people are going to notice if you're wandering around with a young man named Richard. Oh, right. So, what should we call him? Tiger Festival. Okay, Sophie, du brauchst nicht den komischen Tigerfetisch von Asbel kopieren. That's perfect. These two are really something. Please forgive them, Your Highness. It's fine, Sharia. I love it. From now on, I'm your big brother, Tiger Festival. Sweet! I've always wanted to have an older brother. Our older brother, Tiger Festival. Exactly. Now, why don't you let me show you around the capital? First, Yay. There's a special place I want you to see. It's my way of thanking you for our good times in Mont. We'll go through the North Gate and follow the road for a little bit. Where exactly are we going? Don't worry, you'll see. Wait a minute, I don't know about... Hey, hold on, wait for me! Oh, die Gruppe besteht nun auch aus Tiger Festival, Tiger Party, wie auch immer. / Richard. So. Na gut. Dann würde ich gerne mal einen Speicherpunkt irgendwo finden. Oh, nein, nicht hier. Na, das müsste jetzt ein bisschen schneller gehen, Mann. Weil da renne ich noch in irgendeine Szene rein. Da muss ich dann noch weiter aufnehmen, weil ich würde ehrlich gesagt heute mal Schluss machen. Aber wenn die ganze Zeit Szenen da zwischendurch reinkommen, dann kriege ich ja Probleme. So, gut. Ah, okay, das gucken wir uns aber nächstes Mal an, was es mit dem Ritterdasein auf sich hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr guckt die nächsten Parts an.
und so weiter und so fort. Bye bye, dein Nero LP, Tales of Graces F, tschüss.